Hallo Leute, ja, wir sind hier in dem Spiel, was dem Untergang geweiht ist. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir noch tun könnten. Wir sind hier mit der Bilanz im Argen, das haben wir schon gemerkt. 556 diesen Monat miese. Es wird sich da nicht mehr ganz viel tun. Ich glaube, wir werden da diesen Monat schon mal die Hälfte von den letzten Gesamtvermögen abwirtschaften. Mehr und dann den nächsten Monat wird es bankrott sein. Also, wisst ihr Bescheid. Logo schauen und dann gucken wir, ob wir noch was machen können. Ja, ich habe jetzt auch schon überlegt, man könnte ja ganze Bahnstrecken abreißen, dann würde man Geld sparen, aber ich glaube, das bringt uns auch nicht viel weiter, ne? Es ist einfach so, wie es ist. Ich glaube, da braucht man nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe hier schon Züge ja auch stehen, die jetzt hier auf Passagiere warten. Hier ist noch nicht ein einziger Passagier drin, das ist schlecht. Wo sind die Boote? Hier. Der hat 13, die er mitnimmt. Wo ist das zweite? Oh, hier unten ist noch ein Dingens. Eine Fähre, die können wir noch schnell abreißen, die spart uns noch mal Geld. Hier stehen da Leute, das ist die Frage. Nee, weiterlaufen lassen, Lupe. Da stehen keine Leute. Was kostet ein Bahnhof, ist die Frage. Bahnsteig. Kostet 320. Abreißen hier, oder? Oh, da hat er jetzt auch noch die Strecke kaputt gemacht. Na super. An der orthodoxen Kirche gibt es sowieso nichts zu holen, abgerissen. So, wie geht's hier weiter? Ich glaube, das ist hier auch noch mal drei Straßen von uns, oder? Warum auch nicht? Jetzt gehen wir wirklich Stück für Stück mal hier durch. Der halt, die müssen sein. Hier ist nix. Hier gibt es keine Ausweiche. Nochmal lieber die Lupe wieder an, bevor ich hier irgendwas abgerissen habe gleich. Wie viele Passagiere sind hier drin? 17. Okay, warte mal, da unten konnten wir auch nochmal reingucken. 30. Okay. Ja, 17. Aber eigentlich müsste der fahren, ne? Viel Prozent haben wir denn hier stehen? 33%. Ne, das machen wir mal nicht mehr. 20% machen wir mal, das sind 16, dann fährt er, weil so lange warten bringt auch nichts. 9 Passagiere warten, dass sie hier abgeholt werden. Fahren nach Lippstadt und Wilnsdorf. Schiffe sind die einzigen, die ja Plus einfahren, deswegen wollen wir da auch nicht groß gucken. Ist klar, ne? Weil die. Ist die Bushaltestelle hier? Ne, ne? Die Bushaltestelle ist da. Dann machen wir das doch auch nochmal weg, oder? Hier ist alles okay. Da ist gerade ein Schiff gekommen. Ettling, Tiberbach, der hat der Zug gerade gebracht. Ich hoffe, die sind hier voll. Ne, da fehlen noch Sechse. Aber das ist jetzt auch nicht das Entscheidende. Hier ist ein Umschlagbahnhof, ne? Die fahren nämlich nach Wilnsdorf darüber. Deswegen ist hier auch noch die Linie da. Hier hatten wir das Depot da abgerissen. Das Zugdepot war hier irgendwo, haben wir auch abgerissen. Hier ist jetzt noch die Frage. Lohnt diese Kutsche hier? Ich glaube nicht. Da war da sowieso nie einer. Zack, das reißen wir jetzt auch noch ab. Ah, wenn man Straße auswählt, geht das besser, ne? So, und dann die Linie. Lupe, Kutsche. Und Fahrzeugdetails ausmustern. Weg ist es. Hier und von da nach da bitte weg. Das hat's auch nicht gebracht. Hier können wir auch noch was wegreißen.
Hier war ja kein Depot mehr, hatten wir schon weggemacht, naja. Und hier, das Depot ist auch weg. Aber ich glaube, hier waren Fahrgäste jetzt gerade nicht. Wie sieht es denn hier aus? Die Kutsche hat auch keine Fahrgäste und die Kutsche hat auch keine Fahrgäste. Komm, dann Fahrzeug ausmustern. Erlangenburg. Stehen da welche? Da steht auch keiner mehr. Hier steht auch keiner mehr. Und da ist keiner, sondern daneben. Da stehen 20 wartende Gäste. Wir sind hier auf der Kutschenlinie drauf. Fahrzeugliste. Dreier. Kannst du momentan erstmal noch eine runter machen. Ich denke mal, eine werden wir noch ausmustern. Zwei wollte ich wohl drauf lassen. Was passiert hier am Hafen? Drei Passagiere nach Erlangen-Topperstraße. Okay, das ist noch intern sogar. Die ist hier. Da ist aber nichts los sonst. Hier stehen 27 Passagiere. Super. Der hat keinen geladen. So. Ja, diese Linie könnte man abreißen und dann einen kurzen Weg hier mit Schiff fahren und so machen, ne? Aber rechnet sich glaube ich auch nicht mehr, ne? Hier sind 13 Passagiere. Also die sind innerdings. Da sind 4 geladen. Und wie wir stehen hier? 11. Aber keiner für Winden, doch hier unten zwei für Winden. Also kann er da auch noch stehen bleiben. Bringt auch nichts. Ist nichts Wichtiges. Tja, Städtchen wachsen, aber. Oder sind gewachsen, ne? Sagen wir es so. Der Hafen passt aber noch, naja. Hier ist alles gut. Die Ausweiche brauchen wir, die Ausweiche brauchen wir. Das Überwasser haben wir schon wegen Schifffahrt abgebaut. Hier sind jetzt 22 Passagiere drin, okay. Ja, hier müsste man überlegen, wie man das hier vielleicht ändern kann. Aber wir haben keine Ausweichen. Doch, wir haben Ausweichen. Und da steht schon einer und wartet jetzt, ne? Okay. Wie viel fahren damit? Niemand. Der ist fast voll. Ist hier unten irgendwo einer? Ne. Das sieht gerade richtig mau aus. Das Haus ist zum Glück abgedeckt. Ja. Köln, eine blühende Metropole war das mal. Und demnächst ist unser Verkehrsunternehmen bankrott. Was sagt denn hier unser Monatsbericht per 400? Das geht auch gar nicht mehr hoch jetzt. Jetzt ist es ganz schlecht, ne? Na, wo ist denn die Zahl jetzt hier? 96. Nichts los hier. Wir stehen hier so? Keiner. Da steht auch keiner mehr. Hier sind 16, ne? Davon wollen welche runter nach Königsbrunn, einer nur ne, 6 intern nach Jena. Fährt jetzt hier nur noch ein Zug hin und her, von Köln bis nach da, das könnte sein, ne? Und der ist gerade hier mit 12 Passagieren unterwegs. Wie viel kriegt er hier mit? Zwei. Drei Passagiere zurück. Läuft, ne? Läuft richtig gut. Wir stehen hier drinne, 6 nach unten. Und hier haben wir nicht getroffen. Da ist er. Ah, intern sind Krugstraße, ne? Der Rest ist
nichts machbar sozusagen mit. Kastanienweg, Rapsweg, Krugstraße ist hier. Ja, jetzt können wir noch nach zwei Brücken gehen hier und Zwischenahn. Wir fahren damit 6. Hier voll besetzt, 6er, aber trotzdem 1500 Miese. Alles hier interne Leute. Schönauer Allee. Aber passiert nichts, weil schlechte Fahrzeuge auch, ne? Lippstadt Hafen Kirche, die Linie können wir mal gerade löschen, ne? Das meiste ist alles hier rot. Hier oben sind Motorschiff, 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 Motorschiff. Es gibt aber tatsächlich auch Motorschiffe, die rote Zahlen haben. Aber zwischen Arn Süd, wo ist denn das? Fahrplan, Statistik, Profit. Hat mal Plus gemacht, fährt jetzt hier super Minus ein. Das ist ja auch der Hammer jetzt, oder? Ja, ich lasse es mal schneller laufen, weil bringt alle nichts. Ich könnte es auch beim schneller laufen bankrott gehen lassen, anstatt beim langsamen, ne? Ihr hattet auch keine Kommentare mehr geschrieben. Ich glaube, habt euch auch damit abgefunden, dass das hier durch ist. Zwei Brücken. Können wir auch nichts mehr machen. Hier steht sowieso nie einer. Können wir auch abreißen noch. Wer fährt denn da noch raus? Keiner, oder? Hier guckt ihr mal die Minuszahlen hier an. Orthodoxe Kirche ist hier gar nicht, ne? Warte mal. Verbindung. Wo ist denn die Kutsche? Ah, da. Null Passagiere, kommen gleich ausmustern. Fahrzeuge, das und von da bis nach da bitte weg. Aber es bringt es auch nicht mehr. Wetten? 459.000. Marge liegt hier bei 10.000. Wir sind jetzt auch gerade im neuen Monat. Haben noch 276 über. Firmenvermögen nahezu verbraucht. Da wisst ihr Bescheid, dass das unsere letzte Folge hier ist. Ich wüsste nicht, was wir hier noch tun sollten. Ja, das ist halt so. Hier ist auch nichts mehr. 37 Passagiere tatsächlich, sind ein paar mehr. Er hat nur 5, die noch zum. Ach, die wollen nach Amratos, okay. Ja. Und wie sieht es in Gütersloh aus? Hier diese vielen wartenden Gäste. 30 sind es tatsächlich hier noch. Am Maulwurfweg. Ja, leider, leider, leider nimmt das hier ein Ende. Ja, hier ist jetzt auch nichts machbar, sag ich mal, ne? Halber Januar ist rum. Marge liegt hier bei so und so viel Miesen. Also wir müssen noch auf Monate gehen, damit wir das richtig sehen. Hier war ja 96, ne? Ja, und hier war jetzt 168. Also das hat alles nichts gebracht. Und sind dadurch die Fahrgäste wahrscheinlich auch abgesprungen durch die Umstrukturierung etc. Und dadurch ist es dann noch schlechter geworden, gehe ich von aus. Ja, schade, ne? So ist das halt. Können wir gerade noch mal hier gucken. Bevölkerungsdichte
Förderung. Ja, guck mal hier. Die sind dann hier rapide noch. Hier haben wir nochmal aufgefangen, zwar ein bisschen, aber das hat alle nicht gereicht, ne? Die mussten hier oben eigentlich bleiben, die Beförderung. Ich denke, als das hier runterging, da haben wir schon verloren gehabt. Und hier, da sieht man mal den Aufstieg unseres Imperiums von 1835 und dann der große Fall. So, jetzt lassen wir gerade langsamer nochmal laufen. Marge ist 164. Ne, Betriebskosten, Beförderung müssen wir weg haben. Halten wir gerade an. So, das waren die Beförderung aufs Jahr gesehen. In der ganzen Laufzeit. Das waren die Einnahmen. Okay, die Einnahmen waren jetzt da unten. Jetzt ist hier. Hier ist es ganz hoch gewesen. Jetzt stellt sich mir die Frage. Kann es sein, dass wir hier vielleicht auch den Wechsel von der 06 auf die 071 hatten und dass das dann andere Zahlen waren und dass der Spielstand kaputt gemacht hat, vielleicht auch oder sowas? Oder da die Werte so umgestrickt sind, dass es nicht mehr gereicht hat? Ich weiß es nicht. Das sind Betriebskosten. Ja, die wurden immer mehr, weil wir halt immer mehr gebaut haben. Dann haben wir hier, ja, hier haben wir abgehauen. Dingens, ne? Sag schon, ja. Instandhaltung, ja, das war nicht das. Maut hatten wir nicht. Betriebsgewinn, ja, der war hier. Und dann ist die Frage, warum stürzt er hier so stark ab? Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir zwischendurch die Version von dem Comic-Pack geändert haben. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Monatsansicht, unsere Marge. Jetzt nehmen wir nochmal hier die Betriebsgewinne raus. Fahrzeuge, guck mal, da haben wir immer schön gekauft, wie man sieht. Hier über die Jahre. Tja, das waren die Ausgaben vom Bau. Immer schön gebaut, immer dann hier weniger gebaut, weil schon alles da war. Das war der Bruttogewinn. Machen wir schnell nochmal die Pause. Und jetzt kannst du die Marge nochmal rausnehmen. Jetzt nehmen wir nochmal den Kontostand rein. Ja, der war da hoch. Und dann ist die Frage, ob 1842 dann vielleicht der Kontostand, der Comic-Pack-Version geändert wurde, weiß ich nicht. Fahrzeugwert ist immer hoch gewesen. Dann haben wir hier was verkauft auch. Unser Gesamtvermögen geht jetzt in den Keller. So, Marge wird nicht mehr hochkommen, gehe ich von aus. Mal den 28., 29., 30. So, jetzt läuft der letzte Monat. Marge bleibt bei 136. Früh am Morgen. Abends 21 Uhr, Marge 134. Und jetzt kommt gleich der Stempel drauf, dass das Ding zu ist. 11 Uhr, 23 Uhr vielmehr. Hier kommt nichts mehr. Obwohl Gesamtvermögen war jetzt gerade noch plus, ne? Haben wir doch noch so viel eingefahren? Nein, oder? Die Marge war unten, da wird nichts mehr. Jetzt müssen wir noch einen ganzen Monat warten. Zack, lassen wir mal schneller laufen. Hätte ich jetzt nicht mitgedacht, gerechnet, dass wir hier noch mal ins Plus so weit kamen, dass wir noch einen Monat mehr hatten. Einnahmen? Nee, das sind ja alles Einnahmen mal raus. Das ist die Marge mal raus. Und Beförderungen sind aber jetzt auch nicht mehr geworden. Das ist, dann hätten das ja mehr werden müssen. Dezember, 7. Februar. Können momentan ja sowieso nichts ändern. Hundertzwanzigtausend.
pro Monat war das? Instandhaltung war das? Ja, das sind 30.000 hier der Unterschied. Ja, das kommt mit 481.000 hin. Und jetzt sag nicht, hier wird sich jetzt noch in den nächsten Monat auch noch gerettet, wa? 16. Da kommt wahrscheinlich sogar noch in die schwarzen Zahlen rein. Ah, klappt das? Dann fährt auch noch der Februar. Was haben wir denn jetzt hier gerade? Beförderung. Ah, die Marge ist 170, da brauchen wir nicht drüber reden. Das geht jetzt im Bach runter. Jetzt sind wir tatsächlich noch im Plus. Das heißt, der Februar wird auch noch durchlaufen. Hier waren wir bei 134 vorhin oder 33. 24. Ja, guck mal, jetzt kommt er nochmal tatsächlich hier hoch in den Monaten, den letzten. Sind wir im Monat? Ja. Hier war schon 100 haben wir nur gehabt, okay. Da ist 133, 168, 96. Ist die Frage, was da jetzt passiert. 3. März läuft, ne? Wir müssen 600.000 erwirtschaften. Letzten Monat waren es 422, das war ein bisschen besser geworden. Also diesen Monat kann es nicht klappen. Der März ist der letzte Monat jetzt. Okay. Da müsste jetzt schon ganz viel passieren, dass es klappt. Die Einnahmen sind hier noch gestiegen wieder, ne? Firma ist pleite. Zwölfter März. Hier 300 Marge minus. Halber Monat rum, 300 minus. Hier kann man noch mal gucken, ne? Dann seht ihr noch mal hier Schiffe, Straße, 3000 Miese. Normalspureisenbahn, 200 Miese. Das alles Entscheidende sind die Schiffe momentan, die uns hier mit Plus beglücken, sonst alles nichts. Sonstiges gibt es nichts, glaube ich. Naja, genau. Das war's. 20. März, 200er Marge. Die kommt diesen Monat noch nicht mehr unter 100%, denke ich. Rennt zwar jetzt besser, aber das wird nichts mehr. Sechsundzwanzigster März, 27., 28., 29., 118 ist im Minus, 30. März, 31. März. So, abends 21 Uhr 109. Wir haben 370.000 Miese. Das heißt, wenn wir jetzt weiterlaufen lassen, wird es jetzt gleich zu Ende sein. Kommen wir unter 108? Nee. Da wird nichts mehr passieren. Halbe Stunde noch. Und Bankrott.
Guck, da war noch was überfüllt. Wir sind bankrott, leider. So, das ist durch. Wisst ihr Bescheid? Nächste Folge werden wir so haben, dass das irgendwie 1896 oder sowas werden wir wahrscheinlich anfangen. Ich gucke nochmal genau, wann die Fahrzeuge da so erscheinen werden. Werden wir 3, 4 Jahre davor die Kutschen noch auf den Weg bringen, damit wir die noch ein bisschen haben. Und dann gucken wir mal, wie sich das ergibt, dass dann neue Fahrzeuge auch kommen. Ne? So ein bisschen wollte ich erst noch klein klein anfangen, damit die Städte ein bisschen wachsen, bis die anderen Fahrzeuge kommen, weil die können ja auch mehr transportieren wie die Kutschen. Ne? Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Staffel und ja, macht's gut.